Professionelle Musikaufnahmen mit Linux. Geht das? Ich habe bisher dieses Thema ziemlich vernachlässigt, obwohl ich ja eigentlich mit diesen Anwendungen sehr viel zu tun hatte in der Vergangenheit. Ich habe Cubase benutzt von Steinberg. Ich habe Logic von Apple benutzt für Musikaufnahmen, also für Mehrspuraufnahmen. Ich spreche jetzt nicht von ganz normalen Sprachaufnahmen, wie man das jetzt beispielsweise jetzt hier braucht für ein Video oder für einen Podcast, sondern ich rede von Mehrspuraufnahmen, also digitales Musikstudio, DAW nennt man das ja auch, Digital Audio Workstation. Und da gibt es eben viele kommerzielle, professionelle Programme, die allerdings meistens nur unter Windows oder unter Apple laufen. Also, und ich habe ja schon genannt, das ist Cubase oder das ist auch Logic. So, jetzt möchte ich mal versuchen, ob man eine richtige Studioumgebung, die sich an diesen großen Programmen messen kann, überhaupt aufbauen kann. Dazu habe ich mir Ubuntu Studio installiert und zwar die Version 22.10, das ist also die neueste, die wird nur 9 Monate unterstützt. Ich hätte auch 22.04 nehmen können, das wäre immerhin eine LTS-Version, aber ich wollte das neueste haben und zum Ausprobieren reicht es. Dann habe ich mir extra für dieses Vorhaben ein Audio-Interface gekauft von M-Audio und das soll jetzt am Anfang sehr schlicht gehalten werden. Es ist ein USB-Interface. Ich habe auch noch ein FireWire-Interface, das aber momentan eben noch am Mac hängt. Ich möchte einfach sehen, ob Produktionen, die ich vor vielen, vielen Jahren gemacht habe, so hier nachzumachen sind mit den Mitteln, die Linux bietet. Und das Ganze soll natürlich Open Source sein und deswegen habe ich mich für die DAW Ardour entschieden, denn das ist Open Source und es gibt auch noch einige Alternativen, zum Beispiel Bitwig oder auch Reaper. Das ist allerdings proprietär, wobei das nicht schlecht sein muss, ganz klar gesagt. Aber ich möchte einfach mal sehen, ob mit freier Software vernünftige Produktionen möglich sind. Und hier im ersten Video soll es darum gehen, wie man sich das Ganze überhaupt erstmal einrichtet. Und wir werden am Schluss eine erste Aufnahme machen, und zwar eine Audioaufnahme, einfach mit dem Mikrofon etwas reinsprechen und schauen, ob das Ganze funktioniert. Hier ist also zu sehen, die Webseite von Ubuntu Studio, da kann man sich das Ganze herunterladen. Ubuntu Studio ist natürlich frei und Ubuntu Studio habe ich deswegen genommen, weil vieles hier schon voreingestellt ist. Also man kann hier die ersten Schritte machen, ohne dass man viel konfigurieren muss. In späteren Videos werde ich natürlich diese ganze Software, die man benötigt, auch in anderen Betriebssystemen installieren. Ich selber bin ja Debian-Nutzer und das habe ich jetzt parallel installiert auf einer separaten Festplatte. Und wenn das mal alles läuft, dann mache ich das sicherlich auch mit Debian oder auch mit Manjaro, mit Arch oder was auch immer. Das ist ja dann egal. Es ist mal ganz wichtig, dass man am Anfang ein paar Hürden umschifft, um mal zu sehen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Ja, und dann ist es so, wie angesprochen, nutze ich ja Ardour. Das ist also eine DAW. DAW bedeutet, man kann Mehrspuraufnahmen machen und die auch mischen. Das betrifft aber nicht nur Audioaufnahmen, sondern eben auch MIDI-Aufnahmen. Das heißt, man kann über ein Keyboard virtuelle Klangerzeuger ansteuern, sogenannte Plugins. Und man spielt also mit einem Keyboard irgendetwas ein, Klavier beispielsweise, und der Klang wird dann in der Software erzeugt mit einem Plugin. Auch das werden wir uns anschauen, aber nicht heute.
Des Weiteren hat man natürlich mit einer DAW die Möglichkeit, Effekte einzubinden. Zum Beispiel Hall, Echo, Equalizer, Kompressoren, Limiter und natürlich auch Gitarreneffekte, beispielsweise wenn man E-Gitarren aufnimmt. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte, weil ich natürlich auch sehr gerne E-Gitarre spiele und von daher werde ich auch das ausprobieren. Man kann Schlagzeug aufnehmen und man kann nach und nach einen gesamten Song konstruieren und da werde ich mir dann sehr genau anschauen, wie die Qualität dann auch ist, verglichen mit Steinberg, Cubase oder auch Apple Logic, was ich sehr, sehr gut kenne. Ich muss mich also grundsätzlich nicht mehr einarbeiten in die Funktionsweise einer digitalen Audio Workstation, denn das kenne ich von den genannten Programmen. Ich muss einfach sehen, wie sich das Ganze bei Linux realisieren lässt. Das heißt, ich habe bestimmte Pläne, was ich machen möchte und die möchte ich umsetzen. Und dazu nutze ich dann eben Ardour. So, und jetzt würde ich sagen, springen wir mal rein in die ganze Sache. Das Ubuntu Studio ist also installiert und damit hat man auch schon Ardour mit installiert, denn das wird gleichzeitig installiert. Was tut man aber, wenn man jetzt kein Ubuntu Studio benutzen möchte? Dann muss man sich Ardour eben selber installieren, denn in der Regel ist es nicht vorinstalliert, weil das tatsächlich wirklich nicht jeder braucht, weil es eine Spezialanwendung ist. So, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Es hängt natürlich von der Distribution ab. In der Regel ist Ardour in allen Paketquellen enthalten, die es so gibt, also auch unter dem ganz normalen Ubuntu, unter Debian, unter OpenSUSE, Fedora, Arch Linux, Manjaro und so weiter. Was wie bei allen Programmen der Unterschied ist, ist natürlich, welche Version man in den jeweiligen Paketquellen dann vorfindet. Und das ist natürlich bei Debian meistens eine etwas ältere Version und bei Arch Linux eine neuere Version. Die allerneueste Version bekommt man aber nirgends, auch nicht bei einer Rolling Release Distribution, denn die bekommt man nur von Ardour selbst. Denn wenn man die allerneueste Version haben möchte, dann muss man einen ganz kleinen Beitrag bezahlen. Wir sehen das hier, wenn wir auf Download klicken. Dann sehen wir, also man hat entweder die Möglichkeit, ein Ready-to-Run-Programm, also ein Binary, herunterzuladen. Das würde dann was kosten. Nichts kostet, wenn man den Source-Code herunterlädt und dann versucht, es selber zu kompilieren. Hier kann man noch auswählen, welches System man hat, also Intel AMD, das ist most common, GNU Linux. Übrigens sieht man hier, das Ganze gibt es auch für Windows und auch für Mac OS. Und wenn man das jetzt downloaden möchte, dann muss man sich einloggen und anmelden und dann kann man 1 Dollar, 4 Dollar, 10 Dollar oder 50 pro Monat bezahlen. Und dafür erhält man aber dann die allerneueste Version, die es nicht mal unter Arch Linux dann gibt. Man kann auch eine freie Demo-Version herunterladen. Das macht aber ganz wenig Sinn, weil die wird immer wieder stumm geschaltet nach 10 Minuten. Also da kann man nur ein bisschen ausprobieren, aber man kann nichts Vernünftiges machen. Man kann auch einen Einmalbetrag hier zahlen, pay one time, wenn man möchte. Ich habe hier darauf jetzt verzichtet, muss ich ganz ehrlich sagen, denn mir reicht jetzt erstmal die etwas ältere Version aus den Paketquellen und das ist jetzt in dem Fall bei Ubuntu Studio 22.10 die 6.9. Bei Debian Testing hätten wir jetzt schon eine 7er Version sogar. Also wenn dann Debian Mitte des Jahres mal rauskommt und stabil wird, dann ist wahrscheinlich eine etwas neuere Version dabei. Allerdings gibt es ja dann auch schon die 23.04 von Ubuntu Studio und die ziehen dann ja auch wieder nach. So, das war's zu dem, wo man das Ganze herbekommt. Dann können wir hier den Browser wieder schließen. Und ja, das Erste, was man machen sollte, nicht unbedingt muss, aber wenn man langfristig wirklich
alles ausschöpfen möchte, was letztendlich machbar ist mit Ardour, dann sollte man Jack als Audioserver installieren. Denn mit Jack ist es möglich, die Eingänge frei zu definieren und auch die Ausgänge frei zu definieren. Das ist mit Pulse Audio nicht so der Fall und mit ALSA auch nicht. Und deswegen sollte man Jack installieren. Bei Ubuntu Studio ist es wiederum so, dass das auch schon gemacht ist. Ansonsten muss man Jack nachinstallieren. Wie gesagt, ich werde nochmal ein extra Video dazu machen, wie man das in anderen Distributionen, die das alles gar nicht haben, installiert. Aber wir wollen ja jetzt einfach mal loslegen und uns nicht mit großartigen Installationen hier aufhalten. Mit Jack erhält man hier dieses kleine Transportmenü. Schaut so aus wie bei einem Aufnahmegerät, ist es aber eigentlich nicht, denn man startet hier diesen Audio-Surfer. Und warum mache ich das, bevor ich Ardour starte? Weil man genauso vorgehen sollte. Man sollte zuerst Jack starten, bevor man in Ardour reingeht. Und hier sieht man also, es ist schon gestartet, das habe ich schon gemacht. Und man kann es hier beenden. Und was ihr hier im Hintergrund seht, das ist der Graph. Und der Graph ist dazu da, dass man diese ganzen Verbindungen setzt, die man braucht. Und ja, ich bin jetzt mit meinem Bild hier davor. Und ihr seht, es ist jetzt noch gar nichts großartig verknüpft. Es ist eine einzige Sache, die ich schon verkabelt habe. Also dieses Grüne hier, das ihr hier seht, das ist ein Kabel. Und hier haben wir meinen Mikrofoneingang, also Capture bedeutet hier bei Jack, dass Sound über eine Soundquelle in den Computer gelangt. Das ist bei mir ein Mikrofon, das mit dem USB-Audio-Interface verbunden ist. Seht ihr hier, Capture über den Eingang Nummer 1 und dann geht das Ganze hier in den Jack-Eingabe-Client. Das brauche ich für Ardour nicht, aber ich brauche es für OBS. Und da sehen wir schon, das ist jetzt so eine Sache, wozu Jack auch da ist. Es verbindet das Ganze nicht nur mit Ardour, also mit der Software, die wir eigentlich benötigen, sondern in dem Fall jetzt auch mit OBS. Und ich habe hier diesen Jack-Eingabe-Client bei OBS aktiviert. Und das bedeutet, das, was ihr jetzt hört, wird über Jack in OBS aufgenommen. Hat mit Ardour jetzt noch nichts zu tun, aber ihr seht die Problematik. Wenn man also, wie ich jetzt gerade eben, zwei Programme nutzen möchte mit derselben Eingabewelle, dann ist Jack super, denn ihr werdet dann sehen, wie sich das jetzt alles dann verbindet. Man kann hier ganz frei konfigurieren, welcher Eingang mit welchem Ausgang, welcher Ausgang mit welchem Eingang und vor allem man kann auch Zwischenschritte definieren. Das werden wir jetzt gleich mal sehen, wie das funktioniert und dazu starten wir jetzt Ardour. Das ist da oben in der Leiste schon drin, das ist dieses rote Ding hier, Ardour 6 und das starten wir jetzt mal. Und ich habe hier einen Song schon mal installiert, aber wir machen jetzt ein neues Projekt, denn ihr werdet vielleicht auch mit einem neuen Projekt beginnen. Und jetzt machen wir mal eine leere Vorlage. Später würde ich mir tatsächlich eigene Vorlagen auch erstellen und würde sozusagen an den Songs, die ich vorbereitet habe, weiterarbeiten. Es gibt hier auch eine Recording-Session, die schon einige Sachen voreingestellt hat. Das wollen wir aber jetzt nicht machen, denn wir wollen ja sehen, wie schaut die leere Vorlage aus. So, und das öffnen wir jetzt. Und der Projektname soll hier natürlich anders lauten. Den nennen wir einfach mal Test. So, und ihr seht, hier werden jetzt die Plugins schon mal gescannt, die mit enthalten sind.
Das kann ich mal ausmachen, das brauchen wir nämlich jetzt nicht. Und so schaut Ardour aus, wenn man das erste Mal startet, wobei das nicht ganz stimmt, denn ich habe hier auch eine Voreinstellung schon getroffen. Dazu gehen wir auf Ansicht. Und zwar habe ich Mixer Panel zeigen angeklickt. Das ist nicht Standard. Dann ist nämlich dieser Mixer-Kanal hier auf der linken Seite weg. Ich finde das aber gut und würde das standardmäßig immer dazu nehmen, denn dann sieht man hier, was man tut und kann auch schon viele Sachen damit anstellen. Es ist eine Spur hier da, und zwar ist das die Masterspur. Das ist also die Spur, in der am Schluss alles gebündelt wird. Also nehmen wir an, ich nehme 4 verschiedene Audiospuren auf, untereinander, nebeneinander, gleichzeitig, wie auch immer. Und die laufen ja dann gleichzeitig ab. Und in der Regel macht man das so, dass alles, was man da aufgenommen hat, auch MIDI-Spuren, Gitarrenspuren, was auch immer, landet am Schluss hier im Master. Und der Master sendet es dann an die Soundkarte, die wir im PC haben. Das hängt natürlich davon ab, was ihr in eurem PC verbaut habt oder ob ihr ein externes Audio-Interface habt, über das ihr dann die Sachen abhören möchtet, ob ihr noch einen externen Verstärker habt oder nicht, ob das Ganze über den PC läuft. Also das ist eigentlich völlig egal. Entscheidend ist jetzt erst einmal, das, was wir hier machen, läuft am Schluss hier in den Master hinein. Wir haben hier einige Möglichkeiten, das Ganze zu konfigurieren. Da oben, wo jetzt nichts drin steht, das ist der Eingang. Da wird also festgelegt, was soll da eigentlich rein? Also, welche Quellen wollen wir da drin haben im Master? Da unten, da steht jetzt schon was, Out 1 und Out 2. Da wird festgelegt, wo soll das Ganze hin? Das ist genau der Punkt, den ich gerade eben angesprochen habe. Wo wollt ihr das ganze Signal, das da rauskommt, denn eigentlich hören? Und das muss man dann bei Bedarf letztendlich einstellen. Und zwar individuell natürlich, denn es hat ja jeder ein anderes Setup. So, das nutzt uns aber jetzt noch nicht viel, denn wir wollen jetzt einfach mal sehen, ob wir eine Gesangs- oder eine Sprachaufnahme hier machen können. Dazu müssen wir eine neue Spur erzeugen. Das machen wir mit Rechtsklick. Dann geht hier dieses Menü auf und dann können wir aussuchen, wollen wir eine Audiospur, wollen wir eine MIDI-Spur, Audiobusse, MIDI-Busse, VCA Masters oder einen Foldback-Bus. Wir werden uns jetzt erstmal auf Audiospuren und MIDI-Spuren konzentrieren. Die Audiobusse und die MIDI-Busse sind auch sehr wichtig, denn dann kann man verschiedene Spuren bündeln. Wozu das gut ist, sehen wir aber dann, wenn wir mal eine größere Produktion fahren. Also es hat jetzt keinen Sinn, sowas zu machen, wenn wir bloß 1-2 Spuren haben, denn das hat man auch so noch im Blick. Also zunächst einmal wollen wir eine Audiospur anlegen. Und hier kann man auch gleich festlegen, wie viele Spuren man gleichzeitig anlegen möchte. Das heißt, ich könnte jetzt auch gleich 5 Spuren anlegen oder 3 oder 5 oder 10. Das ist völlig egal. Und man benennt die hier. Also die heißt jetzt Audio. Das lassen wir jetzt auch mal so, weil wir natürlich jetzt nicht großartig mehrere Spuren aufnehmen. Ich würde mir aber, wenn ich eine wirkliche Produktion hier fahren würde, schon überlegen, wie ich diese Aufnahme nennen möchte. So, dann können wir entscheiden, ob das Ganze Mono oder Stereo sein soll. Ich habe hier ein Mono-Mikrofon an einem Mono-Eingang und auch an einem Mono-Ausgang. Deswegen werde ich das Ganze im Mono aufnehmen. Wir können später aber trotzdem Stereo-Effekte darüber laufen lassen. Und ansonsten, wir haben jetzt keine Gruppen angelegt und der Aufnahmemodus ist momentan normal. So,
und jetzt hinzufügen und schließen. Und ihr seht, wir haben jetzt eine weitere Spur, die ist auch gleich angeklickt und die heißt Audio 1. So, und oben, das ist jetzt dasselbe Prinzip. Oben stellen wir immer ein, wo soll das Signal eigentlich herkommen, das wir hier aufnehmen wollen. Und da sehen wir jetzt in 1 und in 2. Das liegt daran, dass ich ein Audio-Interface habe mit zwei verschiedenen Eingängen. Beziehungsweise, wenn man es genau nimmt, sind es 4, aber 2, die man parallel nutzen kann. So, und jetzt ist es aber so, das ist alles noch nicht aktiviert. Wir gehen jetzt hier zu Verbindungsraster. Das öffnen wir mal und da können wir jetzt nachschauen, ob tatsächlich das als Eingang da ist, was wir als Eingang wollen. Und hier sehen wir Hardware. Also das ist jetzt so das Raster, das uns zeigt, was jetzt eigentlich alles verbunden ist. Und bedeutet, welche Hardware ist jetzt mit diesem Audio-Eingang verbunden? Das ist Capture 1. Das passt soweit. Wenn wir jetzt das Ganze beim Audio-Interface auf dem Eingang 2 hätten, dann müssten wir Capture 2 anwählen. Das werde ich machen, wenn ich mal eine Gitarre aufnehme. Jetzt aber soweit okay. Und da kann man natürlich jetzt noch weitere Dinge auswählen, das machen wir jetzt noch nicht, weil das machen wir später, wenn mal die erste Aufnahme da ist. So, das passt soweit. So, und jetzt müssen wir, um etwas aufzunehmen, das Ganze erstmal scharf schalten. Das macht man hier. Und ihr seht, jetzt ist es so, dass wir hier einen Ausschlag sehen. Und deswegen ist es auch letztendlich der Grund, warum ich eigentlich immer diesen Kanalzug gleich da habe, weil ich dann kontrollieren kann, ob da tatsächlich Signal drauf ist, ob die Aufnahme läuft oder nicht. Also das schaut schon mal ganz gut aus. Und ihr seht auch hier beim Master In haben wir auch einen Ausschlag. Das bedeutet, es ist schon so verknüpft, dass also diese Spur, die ich dann jetzt gleich aufnehme, das Signal dann an den Master-Eingang sendet. Also wenn wir da was drauf haben, dann wird es hierher gesendet. Jetzt schauen wir uns das mal bei Jack an. Und ihr seht, jetzt schaut das Ganze schon ganz anders aus. Diese Verknüpfungen, die wir bei A-Dur erstellen, die werden dann auch hier in Graph von Jack gezeigt. Also auf den ersten Blick mag das jetzt verwirrend erscheinen. Ja? Wir hatten ja am Anfang nur dieses Ding. Da habe ich gesagt, dieses Mikro, das geht in den Jack-Eingabe-Client von OBS. Das war das Einzige, was wir hatten. Jetzt sehen wir, dieses Mikro Capture 1, das geht auch hier in Audio 1. Und das ist der Audio 1 von Ardour. Bedeutet, ich kann jetzt eine Aufnahme machen mit meinem Eingang 1, also mit Capture 1, und das wird in Ardour geleitet. Aber gleichzeitig wird es auch in den Jack-Eingabe-Client bei OBS geleitet. Also das Signal wird gesplittet in zwei Richtungen. Erstens Ardour, zweitens OBS. Ich habe also dann eine parallele Aufnahme gleichzeitig. Hier auf der anderen Seite sehen wir hier, hier ist der Audio 1 Out. Also das ist der Audio 1 Kanal, den wir gerade eben erzeugt haben. Und der ist jetzt verbunden. Hier oben sieht man das. Mit dem Master Audio In. Und dann sehen wir hier die ganzen Ausgänge, die es da so gibt. Also wir haben zum Beispiel hier den Klick, das schauen wir uns auch später an. Und das Ganze geht hier im Playback rein. Das ist sozusagen die Soundkarte, die ich benutze. Also das ist mal so das Grundsätzliche. Das Wichtigste, was hier rausgeht, ist Master Audio Out. Das geht also hier in Playback 1 und Playback 2, also in den Eingang letztendlich der Soundkarte, und deswegen kann man am Schluss was hören.
Und jetzt gehen wir zurück zu Ardour. So, jetzt müssen wir das da oben noch scharf schalten. Und grundsätzlich, also man würde jetzt natürlich bei einer Musikproduktion einen Klick laufen lassen und man müsste ein bisschen mehr aufpassen wegen dem Tempo und so weiter. Hier ist jetzt als Tempo 120 Beats per Minute eingestellt, also 120 Schläge pro Minute. Das muss man natürlich, wenn man eine Musikaufnahme macht, vorher einstellen. Denn wenn man jetzt mit 120 aufnimmt und man möchte letztendlich 110 haben, dann wird es ein bisschen schwierig, das Ganze dann entsprechend anzupassen. Also vorher überlegen, welche Geschwindigkeit man haben möchte. Aber wir machen jetzt einfach mal eine Aufnahme und dann schauen wir, ob das klappt. Scharf geschaltet ist das Ganze ja schon. Und jetzt müssen wir nur noch auf Wiedergabe drücken. Das ist wie bei alten Tonband- und Kassettenrekordern. Hier. Und jetzt reden wir was. Und ihr seht schon, es ist eine kleine zeitliche Verzögerung drin bei der Darstellung. Aber das, was ihr hier seht, das ist die sogenannte Wave. Also jedes Audiosignal ist letztendlich eine Welle. So, und jetzt sind wir damit fertig. Jetzt gehen wir hier wieder an den Anfang. Und ihr seht, das ist jetzt die Aufnahme, die wir gemacht haben. Die sieht man jetzt auch. So. Und jetzt können wir das wieder deaktivieren, sodass das Ganze nur noch auf Wiedergabe läuft. Und man kann sich das jetzt letztendlich anhören. Dazu müssen wir aber noch etwas tun, denn ich muss Jack jetzt mitteilen, wo ich das eigentlich alles hören möchte. Also wenn ich jetzt starten würde, dann würde ich das jetzt schon hören, denn der Ausgang, wie wir beim Jack-Graphen gesehen haben, der Ausgang hier vom Master Audio geht im Playback. Also ich würde das jetzt hören. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ihr würdet es nicht hören, denn es würde nicht in OBS reingehen, sondern nur in meinen Verstärker und dann in die Lautsprecher, die ich hier stehen habe. Das würde mir ja persönlich genügen und deswegen würde ich da für mich jetzt auch gar nichts anderes verkabeln und ihr braucht es eigentlich auch nicht, wenn ihr nicht OBS gleichzeitig nutzt und hier wie ich etwas aufnehmen wollt. Aber bei mir ist es eben so und da kann ich euch jetzt auch gleich zeigen, wie man manuell diese Verbindungen setzt. Man geht also hier rein, das ist der Master Audio Out. Hier kann man das Kabel nehmen und da gehe ich jetzt da rein. Und jetzt gehe ich da rein. Das heißt, diese zwei Ausgänge, die ich da habe, bei meinem Master Audio Out, die gehen jetzt hier in Jack Master Ardour. Und das ist jetzt wieder ein Eingang, den habe ich in OBS angelegt. Und das bewirkt jetzt, dass das, was hier zu hören ist, nicht nur für mich zu hören ist, sondern für euch auch. Und das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen, ob das tatsächlich so ist. Wir starten das Ganze jetzt mal hier und jetzt reden wir was und ihr seht schon, es ist eine kleine zeitliche Verzögerung drin bei der Darstellung, aber das, was ihr hier seht, das ist die sogenannte Wave, also jedes Also ihr seht, das, was ihr jetzt gerade gehört habt, das ist das, was ich vorhin erzählt habe während der Aufnahme und das habt ihr jetzt gehört, weil ich das Ganze hier im Graph bei Jack mit Jack Master Ardour verbunden habe. Also das war letztendlich jetzt die erste Aufnahme mit Ardour. Und wir gehen jetzt wieder zurück und schauen uns das mal an, was da unten eben steht. Auch hier gibt es ein Verbindungsraster, damit wir sehen können, ob das alles passt. Und dann schauen wir uns hier mal die Busse an. Denn das ist ja jetzt nicht etwas, was direkt zur Hardware gehen soll. Ihr seht hier, da ist nichts angeklickt. Ich möchte ja nicht, dass meine Einzelspur direkt rausgeht.
Ich möchte, dass das erstmal in den Master geht und deswegen gehe ich hier zu Ardour Busse und da möchte ich, dass es direkt in den Master in reingeht und zwar links und rechts. Und das tut es hiermit auch. Wenn ich jetzt, wenn ihr zurückdenkt, noch Audiobusse definiert hätte vorher, wenn ich die erzeugt hätte, dann würde das Ganze hier angezeigt werden und dann könnte ich mich entscheiden, soll das Ganze gleich in den Master oder soll es vorher noch woanders hin? Da werdet ihr jetzt sagen, wozu denn, was soll das Ganze? Wir werden uns das schon anschauen, was das für einen Sinn ergibt, das Ganze erstmal in einen Audiobus zu leiten. Macht natürlich dann Sinn, wenn man viele Spuren hat und wenn man die separat in Gruppen auch bearbeiten möchte. So, das war also jetzt hier der Ausgang. Das sollte man immer wieder kontrollieren. Es scheint auf den ersten Blick verwirrend und was auch nicht so ganz schön ist, dass das Ganze hier senkrecht geschrieben ist und man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Das hat aber einfach den Grund, dass hier dann mehr Platz gespart wird. Und ihr seht, sonst ist hier nichts angeklickt. Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man hier keine Schleife erzeugt und somit Feedback. Also wenn etwas sozusagen im Kreis läuft, wenn man das schafft, dass das Signal den eigenen Eingang wieder durchläuft, dann schaukelt sich das auf und dann wird ein Feedback erzeugt. Das wollen wir natürlich nicht. Also da immer ein bisschen aufpassen. Ich werde schon mal vorwegnehmen, aber da werden wir uns dann tatsächlich im nächsten Video damit beschäftigen, wie das so ist, wie man jetzt hier weiter vorgeht. Wenn das jetzt also eine Musikspur wäre, ein Gesang beispielsweise oder eine Gitarre, dann möchte man das ja bearbeiten. Das Einfachste, was man machen kann, ist, dass man hier das Ganze nach links oder nach rechts schiebt. Was das Ganze so interessant macht, das sind ja die zahlreichen Effekte, die man hier nutzen kann. Und teilweise sind die hier schon vorinstalliert, teilweise muss man die nachinstallieren. Und man muss auch ein bisschen wissen, was diese Effekte eigentlich alles bewirken. Man geht hier in dieses Fenster, das hier schwarz ist. Da steht hier nur Fader, weil das einzige ist, was momentan aktiviert ist. Der Fader, das ist also der Lautstärkeregler und letztendlich auch die Links-Rechts-Verteilung. Und wenn man hier auch wieder einen Rechtsklick macht, dann steht hier Plugin einfügen. Und hier kommt man dann zur Plugin-Auswahl. Also das sind alle Plugins, die es so gibt. Oder man hat sich vorher schon Favoriten gemacht, dann kann man da auch hingehen. Hier ist aber die ganze Plugin-Auswahl. Und jetzt sagt er, soll man nach VST 2 oder VST 3 Plugins kennen? Machen wir jetzt nicht. Und hier sind also diese ganzen Plugins, die man hier dazufügen kann. Ich mache jetzt einfach irgendwas. Dann hier muss man das anklicken. Dann in einem nächsten Schritt Add. Dann seht ihr, einen Dreiband-Equalizer habe ich jetzt hier dazugefügt. Plugin einfügen, da unten. Und ihr seht, was ich jetzt gemacht habe, das ist ein sehr einfacher Dreiband-EQ, also aufs Geratewohl. Und damit könnte ich also jetzt nicht gerade ein Feintuning, denn das ist jetzt nicht unbedingt ein sehr feines Instrument, aber man kann so ein paar Klanggeschichten damit schon machen. Das Ganze ist jetzt aber falsch, denn es sollte vor dem Fader sein und nicht nach dem Fader, denn sonst stellen wir die Lautstärke ein und hinterher kommt ein Plugin und das wollen wir natürlich nicht. Warum nicht? Das gibt es in einem späteren Video. So, also das wäre jetzt also ein Plugin und da könnte man jetzt zum Beispiel hier die Mitten, die Höhen und auch die Bässe bearbeiten. Ein bisschen was kann man machen. Man kann sogar hier die Frequenz einstellen und ja, aber nicht allzu viel. Aber wenn jetzt sowieso an der ganzen Spur nicht so viel im Argen ist, wenn man also kein
Feintuning machen muss, sondern ein bisschen grob, dass man sagt, okay, machen wir halt ein paar Höhen dazu, damit es ein bisschen schöner ist, oder da fehlen die Bässe, dann kann man mit diesem einfachen Dreiband-EQ schon was machen. Aber wir werden sehen, was da alles zu tun ist. Ja, das war es jetzt erst einmal fürs erste Video und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr bleibt dran, denn wir werden sicherlich noch einiges machen mit Ardour. Ich freue mich schon drauf. Also, macht's gut.